A2.2. Verkürzt man die Strecke MC von C aus um 2 cm, so erhält man Punkte CN, x-Element reelle Zahlen und von 0 bis 4. Verlängert man zudem die Höhe MS über S hinaus um x cm, so erhält man Punkte SN und es entstehen Pyramiden BCNDSN. Zeichnen Sie die Pyramide BC1DS1 für x gleich 1,5 in das Schrägbild zu A2.0 ein. Also hier eine ganze Menge an Informationen. Verkürzt man die Strecke MC um 2x cm von C aus? Also im Prinzip heißt es hier unser Punkt C. MC wird verkürzt um 2x cm. Wenn also x zum Beispiel 5 wäre, würde es um 2 mal 5, also 10 cm verkürzt werden. Dann erhält man Punkte CN. Also liegt hier ein neuer Punkt CN. Verlängert man die Höhe MS über S hinaus, also nach oben, um x cm, so erhält man Punkte SN. Also dahin. Und es stehen neue Pyramiden BCNDSN. Also sowas im Prinzip. Okay, was muss man jetzt machen? Zeichnen Sie die Pyramide BC1DS1 für x gleich 1,5 nach Schrägbild ein. Also jetzt haben wir einen festen Wert und dafür muss man das jetzt einzeichnen. Für x gleich 1,5, das heißt, mache ich zuerst die Höhe. Die Höhe ist 6 cm hoch. Es wird um x cm verlängert, das heißt, wenn x 1,5 ist, geht jetzt die Höhe um 1,5 cm nach oben. Also ungefähr so. Dann erhalte ich hier einen Punkt S1. So, weiter heißt, unten der Punkt C wandert um 1,5 mal x cm nach links. 1,5 mal 2 sind 3 cm, also 1, 2, 3. Nehme ich jetzt mal eine Farbe zu Hilfe. Also ist hier mein Punkt C1 zu finden. So, und zum Schluss muss jetzt noch die neue Pyramide einzeichnen. Jetzt brauche ich es linear doch wieder. Das heißt, einfach nochmal alle Punkte der Pyramide miteinander verbinden. Dann nehme ich jetzt auch nochmal eine andere Farbe. Auf dem Blatt Papier geht es natürlich noch eine Spur schneller. So, das kann man jetzt noch von Hand stricheln. Dann sieht man jetzt hier die Pyramide. Halt, und der ist falsch. Da brauche ich noch ordentliche Linien. Und hier noch zum Schluss den Punkt D mit C1 verbinden. So, jetzt sehen wir die Pyramide BC1DS1. Und mehr als Zeichnen war hier auch nicht gefordert.